Ja, Mädel-Leute, so schnell kann's gehen. Heute kommt auch schon mein zweites Video. Für heute habe ich mir gedacht, es wäre ganz interessant, oder zumindest habe ich gerade Bock drauf, etwas zum Thema Gaming zu machen. Es gibt natürlich eine große Auswahl an Content, den Rainer so zur Auswahl stellt, was Gaming angeht. Vieles davon kann man sich überhaupt nicht angucken, aber es gibt natürlich einige Klassiker. Also von sowas wie Assassin's Creed brauche ich jetzt erst gar nicht anfangen. Es gab auch, was bei mir jetzt relativ lang im Rennen war, als ich überlegt habe, was für ein Video ich heute mir anschauen könnte, war das Mario Kart Video, das glaube ich dieses Jahr, ich bin mir ziemlich sicher, das war früher dieses Jahr, da hat er doch dieses Mario Kart Turnier gemacht. Und da sind dann Leute vor ihm hergefahren, die Emskirchen hießen oder Luan ASB8 und sowas. Das war schon sehr witzig. Aber wie man hier schon sieht, es ist ja kein Geheimnis, habe ich mich letzten Endes für Sekiro entschieden. Das liegt einerseits daran, dass ich das Spiel auch sehr mag. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt inzwischen. Ich würde sagen, es ist mein Spiel des Jahres 2019. Und andererseits, weil es hier auch eine relativ schöne Zusammenfassung gibt. Oder um es genau zu sagen, zwei Zusammenfassungen. Denn ich werde einmal springen. Das erste, das wir uns für die ersten 2,5 Minuten angucken, das ist hier vom Panda Deluxe. Das hat er sehr schön zusammengeschnitten. Da schauen wir uns so ein bisschen den Anfang an und dann springe ich kurz rüber. Und dann schauen wir uns bei Yusel Dinger dann den Rest an. Das ist dann etwas später im Let's Play und das ergibt dann ein schönes Gesamtpaket, in dem man Rainers Sekiro Skills bewundern kann. Genau, ich glaube, damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Ich will es jetzt auch nicht übertrieben lang machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn, dass das so schön zusammengefasst ist. Deswegen würde ich einfach sagen, starten wir mal rein. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, wieder einmal weiß ich jetzt gerade noch nicht, ob das auf... Ich glaube, das ist ein Projekt, das ab 18 ist. Also tut mir bitte den Gefallen und schaut auch nur zu, wenn ihr wirklich 18 seid. So, ansonsten Sekiro. Shadows in Twice, glaube ich. Also man muss ihm lassen, er hat Twice richtig vorgelesen. Das ist jetzt nicht das allereinfachste englische Wort. Man muss ja wissen, wie man das ausspricht. Allerdings hat er jetzt aus Shadows, aus dem Titel hat er gemacht Shadows in Twice. Ich weiß nicht, wo er das jetzt hergenommen hat. Leute, die die alten Simpsons-Folgen kennen, die werden wissen, da steht natürlich Shadows D Twice, denn jemand, der Deutsch oder noch besser Metal-Fränkisch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Was heißt denn? Und zwar ist das Ganze ein Samurai-Spiel. Ich weiß noch nicht genau, was auf uns zukommt. Ich kenne aus dem Spiel insgesamt 5 Minuten Gameplay. Ich kenne ein paar Bilder aus dem Spiel und so ein ganz paar minimale Sachen aus Steam. Allerdings nicht alles aus Steam. Ich habe mir die Videos auf Steam nicht angeschaut. Und ich habe von einem Livestreamer nur ein paar Millimeter von dem Spiel gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das Spiel auf Dauer gefallen wird. Ich habe keine Ahnung, ob wir das als langes Let's Play komplett durchziehen. Das kommt drauf an. Und trotzdem hast du 60 Euro dafür ausgegeben. Das sagt er später noch. Er hat den Vollpreis dafür bezahlt. Und er ist sich überhaupt nicht sicher. Er hat sich nicht so viel angeguckt. Er weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist. Aber 60 Euro haue ich einfach mal raus. Wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist gerade jetzt im Moment in den Tagen, in denen ich dieses Video aufnehme, interessant. Es war ja in den letzten Wochen dieses Thema, dass er sich gewunden hat. Und alles getan hat, um bloß nicht ein bisschen Geld spenden zu müssen für die Opfer der Flutkatastrophe. Also er hat wirklich, ich weiß, ich habe
es nicht so genau verfolgt, dass ich jetzt sagen könnte, es waren so und so viele Videos, aber es waren wieder endlos Monologe, in denen er sich gerechtfertigt hat und erklärt hat, warum er das nicht machen kann, obwohl er es eigentlich so gerne würde. Aber mal für irgend so ein Spiel hier, für das man gar nicht so genau einen Hintergrund hat, mal so 60 Tacken rauszublasen, ayo. Es ist halt reiner so sein. Ja, das sind Investitionsstrategien, die müssen wir nicht verstehen. Die sind, glaube ich, ein bisschen zu hoch für den Wann mir es letzten Durchschnittsmensch. Endes Spaß macht. Zunächst mal fange ich mal kurz mit der Sprache an. Ja, es ist komplett Deutsch-Dialog. Also man kann es komplett auf Deutsch anschauen. Eigentlich würde ich es auf Japanisch spielen, mit englischen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Ist eigentlich meine Favorisierung. Ja gut, das muss man jetzt auch nicht verstehen, warum er das macht. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Rainer ein bisschen Probleme damit hat, sehr, also schnell zu lesen, worunter dann auch Untertitel fallen würden. Das heißt, seien wir mal ehrlich, wenn er jetzt hier auf Japanisch spielt mit deutschen Untertiteln, das meiste davon wird er nicht lesen können. Der wird immer die ersten paar Wörter, wenn er es überhaupt noch versucht, aufschnappen können und das war's. Das Spiel bietet eine deutsche Synchronisation, die, soweit ich weiß, auch gar nicht so verkehrt ist. Also zumindest für Standards von Videospielen ist es eine okaye Synchro, die man sich durchaus geben kann, vor allem wenn es so die einzige Möglichkeit ist, dass man überhaupt was versteht, im Prinzip. Ich glaube, er wollte halt trotzdem mal wieder sein Kulturkenner-Dasein für Japan raushängen lassen. Er betont das ja immer wieder gerne. Es gab ja auch diese legendäre Aufnahme, die ist ganz frisch, aber die ist für mich jetzt schon legendär, wo er allen Ernstes gefragt hat, ob Polen in den arabischen Raum fällt und dann danach aber gesagt hat, aber in Japan, da kenne ich mich ganz gut aus. So. Also hier Europa, weiß ich jetzt nicht, wo ist Polen, wo ist Deutschland, weiß was ich. Aber ja, boah, da kenne ich mich aus. Ist natürlich auch Quatsch, aber er macht es gern, dass er ja so tut, als hätte er da gute Kenntnisse und das hat dann auch dazu geführt, dass er jetzt hier auf Japanisch gestellt hat, auch wenn es eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Ist halt Classic, Rainer. Oh, das sieht nach bösen Abilities im Spiel aus. Okay, es sieht auf jeden Fall schon mal mega krass aus. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal so einen Wandsprung. Da muss ich Rainer tatsächlich zustimmen. Wie gesagt, ich mag das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Es ist auf dem technischen Niveau jetzt, glaube ich, nicht ganz, ganz, ganz weit mit oben. Es ist technisch auch sehr schön gemacht, aber es ist ästhetisch ein tolles Spiel. Was man auch später ein bisschen sieht. Da ist es jetzt noch ein bisschen Ah, ich begrenzter. verstehe. Okay, man drückt hier nur an und man bleibt direkt an der Wand. Was? Untergrundbewegung. Geduckt kann die. Was kann der Wolf in eurem. Was stand da gerade? Ja, da hat man jetzt ja gesehen, wie er liest. Er liest halt sehr langsam. Ich frage mich bis heute auch, ob das wirklich eine Sache ist der Übung, ob er einfach nicht genug übt zu lesen oder ob das tatsächlich einen anderen Grund hat. Denn ich finde es einfach seltsam, also ich fände es seltsam, wenn er nicht die Übung hätte. Ich kann mir das schwer erklären, weil wenn man sich im Internet bewegt, da muss man ja zwangsläufig lesen. Also, dass er jetzt nicht unbedingt ein Buch in die Hand nimmt, das weiß ich. Aber man kann ja fast nichts machen, wenn man nicht lesen kann. Selbst hier in dem Spiel sieht man es ja. Man ist total aufgeschmissen. Wenn man das jetzt mal aus reiner Sicht sieht, jetzt war diese kleine Textbox, konnte er nicht fertig lesen. Dann drückt er auf Start und dann kommt schon die nächste. Das ist ein Albtraum. Ja? Und man bewegt sich durch die Welt und kriegt vieles einfach nicht mit. Ich glaube, das behindert einen wahnsinnig. Das merkt man vielleicht gar nicht so, wenn man gut lesen kann oder halt normal lesen kann, wie die meisten anderen Leute auch. Aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn man, weiß ich nicht, einen gebrochenen Arm hat oder so, dann merkt man erst mal, wie viel einem da fehlt, wie problematisch das ist. Und ich glaube, man macht sich gar nicht so einen Kopf darum, wie furchtbar das ist, wenn man
nicht vernünftig lesen kann und wie viel einem da fehlt und wie viele Möglichkeiten einem da genommen werden, selbst hier in einem Videospiel. Ja, das ist für mich immer noch so eine Frage, ob das bei ihm eine Sache der Übung ist oder nicht. Worauf ich mich vor allem freue, was ich hoffe, viel zu sehen, sind solche Sachen hier. Das japanische. Da haben ihm kurz die Worte gefehlt. Ich glaube, er wollte sagen, das japanische Bad. Da gibt es natürlich einige in Sekiro und da hat sich der Rainer schon drauf gefreut. Vor allem bis jetzt bin ich... Oh, Sekiro, halt dich halt mal da fest, du Affen-Ninja. Ja gut, ich muss mal eben einen Pulli anziehen. Nee, oh. Oh, Alter, diese japanischen... Oh, ups, ja, wir hören uns das noch an. Burgen, Alter, ohne Scheiß. Die sind richtig heftig gebaut. Ja, heftige japanische Burgen. Das war jetzt schon mal der Einstieg und jetzt switchen wir gerade mal das Video. So, hier sind wir jetzt beim guten Yuzel-Dinger, wenn ich das richtig ausspreche. Ist hier gerade genau dieselbe Stelle, wo er runterfällt. Und dann machen wir jetzt einfach weiter und schauen uns den Rest des Videos an. Du willst mich verarschen. Okay, das könnte für mich etwas nervig werden. Offensichtlich sind die Save States ein bisschen gemein gesetzt. Also die Steuerung gefällt mir bisher sehr gut. What the fuck? What the hell? Willst du mich verarschen, Alter? Das Kampfsystem kann nicht so einfach sein. Also, dass er die Worte vielleicht noch bereuen könnte, kann man sich vielleicht vorstellen. Genau, also hier sieht man jetzt unten Teil 7. Er hat das wahrscheinlich in mehrere Parts aufgeteilt. Es ist zwischendrin ein bisschen was passiert, aber auch nicht so viel, dass man das jetzt alles sehen muss. Es ist einfach wieder viel Leerlauf dabei. Ihr kennt die ganzen Gameplay-Sachen vom Rainer. Da ist einfach viel dabei, was man sich eigentlich nicht wirklich angucken kann. Hier ist das so zusammengeschnitten, dass wir jetzt einen kleinen Sprung machen von... Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es kommt auch darauf an, wie schnell er gespielt hat. Vielleicht 2-3 Stunden. Und er ist jetzt ein bisschen weiter im Spiel, immer noch ziemlich weit am Anfang. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie es ihm hier ergeht. Na schon klar. Ist ja auch nicht so, dass ich von dem... Ist ja auch nicht so, dass ich eine Technik habe, mit dem ich den killen kann. Hä, wieso geht das nicht? Willst du mich... Ihr habt jetzt vielleicht gesehen, dass der Rainer versucht hat... so ein bisschen um den Gegner herum zu springen und auszuweichen. Dazu würde ich einen ganz kurzen Exkurs geben zu diesem Spiel, damit man das ein bisschen besser nachvollziehen kann, für Leute, die das jetzt nicht kennen. Sekiro ist witzigerweise von den Entwicklern, die Dark Souls gemacht haben. Dark Souls ist ja ein Spiel, bei dem sich Rainer immer weigert, das zu spielen, auch wenn das mein persönlicher Traum wäre. Wenn es ein Spiel gibt, bei dem ich gerne sehen würde, dass Rainer das spielt, wäre das Dark Souls 1. Das wäre so geil, das würde ich mir so gerne angucken. Aber das möchte er nicht. Und das hier ist so ein verwandtes Spiel. Es ist nicht genau dasselbe wie Dark Souls, aber es ist schon sehr nah dran. Und es ist vom Schwierigkeitsgrad gleich oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Nun hatten wir Dark Souls, das könnt ihr euch vorstellen, ist so ein Schwert- und Schildspiel. Man kann auch Magier spielen und so, aber klassischerweise hat man ein Schwert und ein Schild. Man kann sich relativ gut hinter dem Schild, also mit dem Schild verteidigen, hat dabei relativ viel Zeit zum Überlegen und versucht dann halt den Gegner platt zu machen. Da benutzt man Ausweichen, man kann so zur Seite rollen und man benutzt das Schild, um sich zu verteidigen und greift dann in den richtigen Momenten an. Bei Sekiro wurde ein anderer Weg eingeschlagen von den Entwicklern. Hier ist dem Setting entsprechend, wird mit Katanas gekämpft, bei denen ich mir fast denken würde, dass Rainer die auch voll badass findet. Der Witz an dem Kampfsystem hier ist, dass es nicht so darum geht, um den Gegner herumzuspringen in den meisten Fällen. Es geht auch nicht darum, sich hinter einem Schild zu verstecken, weil es einfach kein Schild gibt.
sondern hier hat es ein bisschen mehr eine Timing-Komponente. Es geht darum, dass man in den richtigen Momenten blockt und in den richtigen Momenten die Lücke findet, um zurückzuschlagen. Was sich natürlich auch ein bisschen orientiert an so diesem Schwertkampf. Was Reiner hier macht, ist eben, dass er versucht, so um den Gegner herumzuspringen, was bei Sekiro einfach nicht so der Sinn des Spiels ist. Also hier sieht man relativ gut, dass er, ja, also da, einfach weil er die Tutorials wahrscheinlich nicht richtig lesen konnte oder nicht, zumindest nicht vollständig gelesen hat, versteht er das Kampfsystem einfach überhaupt nicht. Er versucht, um die Gegner herumzuspringen, er versucht Buttons zu mashen, das bringt alles nichts. Das Spiel geht darum, dass man einen Rhythmus findet im Kampf und das macht er halt überhaupt nicht und so macht das natürlich auch keinen Spaß. Verarschen, wieso geht das nicht? Das ist ein One-Hit eigentlich. Ich muss auch nichts auswählen oder einbauen oder so. Man muss die einfach nur einsetzen und dann muss man kurz bevor man angegriffen wird B drücken. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Ob man da einfach durchkommt, wenn man den ignoriert? Weil bis gerade konnte man da ja nicht einfach durchrennen. Gerade musste man ja irgendwas machen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach nee, man muss den auf jeden Fall machen da. Hier muss man fairerweise sagen, Reiner hat zumindest diese eine Komponente des Spiels verstanden. Es hat durchaus auch Stealth-Elemente, leichte Stealth-Elemente. Es ist jetzt kein Splinter Cell oder so, aber es ist durchaus von Vorteil, wenn man sich so ein bisschen an die Gegner ranschleicht, sich hier in der Umgebung versteckt, wo es sich anbietet. Und das hat er zumindest jetzt gemacht. Er hat ist danach jetzt direkt aufgeflogen, aber das ist schon mehr als, nun ja, als manch einer ihm wahrscheinlich zugetraut hätte. Ich springe jetzt auch nochmal zurück, ihr hört das Button-Mashing. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, das Spiel ist wirklich, habe ich ja auch schon gesagt, es geht um Rhythmus. Es geht darum zu gucken, wie der Gegner angreift und sich daran anzupassen. Und naja, Reiner kloppt halt drauf, als ging es ums Leben. Man möchte ihm halt irgendein, es gibt ja tausend so Button-Masher-Spiele, die auch auf Leute ausgelegt sind, die sich jetzt nicht so herausfordern lassen wollen, sondern wo man einfach schön X drücken kann und es sieht cool aus. Sowas möchte man rein halt in die Hand drücken, statt Sekiro, wo er halt total am Spiel vorbeigeht. Beziehungsweise möchte man nicht, man möchte natürlich sehen, wie Rainer verkackt, aber wenn ich jetzt Gumbel hätte, der so bei Sekiro verkackt, dann würde ich ihm halt ein Spiel in die Hand drücken, bei dem es eben einfacher ist, Kombos zu machen, indem man halt immer wieder X drückt zum Beispiel, was Rainer hier wahrscheinlich gerade macht. Oder Viereck oder was auch immer. Schon klar. Das ist schon klar, Alter. Warum müssen das immer Gegner sein, die einen One-Hitten können? Warum? Ich verstehe das nicht. Was ist mit dem Spiel verkehrt? Man muss doch nicht immer ein One-Hit sein. Im Gegenteil. Eigentlich ist doch der für mich ein One-Hit. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe doch eine Technik, die gegen den hilft. Ich probiere das jetzt noch einmal und dann habe ich keinen Bock mehr, ey. Weißt du, was hier geht mir das Spiel nämlich tierisch auf den Sack. Das ist echt, egal wo man hinkommt, das ist immer alles so extrem schwer. Es muss doch nicht sein, Alter. Das macht doch keinen Spaß, wenn man dauernd verreckt. Ich habe noch nie verstanden, was beim Spiel gut sein soll, wenn es extrem schwer ist. Wenn man verschiedene Schwierigkeitsgrade hat, okay. Ja? Weil es gibt Leute, die wollen halt eine größere Herausforderung. Das ist ja okay, das ist ja kein Ding. Sagt ja keiner was. Aber es ist mega nervig, wenn man als durchschnittlicher Spieler, so wie ich, dann mit so einem Scheiß konfrontiert wird. Also ich denke, die meisten Leute würden mir zustimmen, dass Reiner kein durchschnittlicher Spieler ist. Also ich persönlich bin jetzt auch, ich würde über mich selbst auch sagen, ich bin unterdurchschnittlich. Ich spiele so gut wie gar nichts online, weil ich da einfach die ganze Zeit nur verliere. Das macht mir keinen Spaß und Reiner ist halt nochmal auf einem ganz anderen Level.
er hatte wahrscheinlich die Erwartung an das Spiel, dass er sich mehr auf die Umgebung konzentrieren kann und so. Er ist einer von diesen Leuten. Das ist tatsächlich was, worauf sich auch ja viele lieben Entwickler konzentrieren, dass sie so den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und es dann versuchen, so einsteigerfreundlich zu machen, dass wirklich jeder es spielen kann, auch ein Reiner. Und dann musst du eigentlich nur noch auf eine Taste hämmern und dann sieht es irgendwie cool aus und es geht vorwärts. Ironischerweise war Dark Souls und in diesem Zusammenhang auch Sekiro so ein bisschen die Antwort darauf, dass es wieder ein bisschen so zurückging in ein herausforderndes Gameplay. Also hier schließt sich so ein bisschen der Kreis und der Rainer beschwert sich wieder. Es ist halt einfach nichts für ihn. Natürlich, Alter. Ich bin für den nur ein One-Hit, Alter. Mehr bin ich für den nicht. Es ist ein Gemäsche einfach. Alter, das ist so daneben. Ich hab den anvisiert. Verdammt! Visier ihn an, Alter! Warum? Warum? Man muss fairerweise sagen, es gibt auch Gegner im Spiel, bevor jetzt irgendein Sekiro-Fan kommt und mir die Prügel rausschmeißt. Es gibt Gegner, wo man auch ein bisschen ausweichen muss, hin und her springen muss. Natürlich, das gehört auch zum Spiel. Aber was ich sagen wollte, so das, was Rainer hier gerade veranstaltet, das ist halt nicht, wie das Kampfsystem gedacht ist. Aber jetzt zurück zu Warum? Was ist das, Alter? Was ist verkehrt mit diesem verdammten Spiel? Warum muss es denn so schwer sein, dass es kein Schwein schafft? Ich kapiere das nicht. Deswegen kapiere ich auch Dark Souls nicht und weiß auch nicht, warum ich Dark Souls spielen soll. Ein Spiel, das eine Herausforderung bietet, ist okay, aber ein Spiel, das so unmöglich ist zu machen, das ist einfach nur für den Arsch. Was ist, Alter? Ich hab den da anvisiert. Ja, genau. Die haben mich gesehen. Weil der Bogenschütze geschossen hat, haben die mich gesehen. Ist schon klar. Halt die Fresse! Ich will den Bogenschützen haben, Alter! Gib mir den Bogenschützen, Mann! Jetzt werde ich aber langsam sauer, Alter! Was ist denn das, als ob die mich besiegen? Ich habe auch überhaupt keine richtige Kontrolle über meine Kamera, Alter! Ich will den Wichser noch abmurksen da! Mann! Ja, ich könnte da ausrasten, was das immer soll. Diese Scheiße da. Von wegen, das funktioniert so und so nicht, Alter. Was zum, was war das jetzt? Es gibt ja durchaus Spiele, bei denen man sagen kann, die Steuerung hakt manchmal und funktioniert nicht so, wie sie soll. Bei Sekiro würde ich eigentlich sagen, dass sie ziemlich präzise ist und ziemlich gut funktioniert. Das Anvisieren kann in sehr hektischen Momenten manchmal ein bisschen schief gehen, aber da kann man auch ganz gut nachjustieren. Also es ist halt hier mal wieder so ein klassischer Fall von, die Entwickler haben extra eine Version des Spiels gemacht, die nicht funktioniert und haben dafür gesorgt, dass die an Rainer geht. Ich weiß auch nicht, warum die Entwickler immer so einen Hass auf Rainer haben, dann diese Extra-Version für ihn machen, die eine schlechte Kamera hatten, wo die Steuerung nicht funktioniert. Müsste man vielleicht jemand mit From Software reden und müsste sagen, ey, lass doch mal den Rainer in Ruhe jetzt. Schon klar, Alter, hä? Bogenschütze, Alter, weil du Arsch kannst du ja nicht. Ich kapiere das Spiel beim besten Willen nicht, Alter. Warum muss man das Spiel so scheiße schwer machen? Ich verstehe es nicht. Das Spiel soll doch eigentlich Freude bringen und Ablenkung und nicht irgendwie die ganze Zeit den gleichen Kindergarten. Dass man ständig das Gleiche immer wieder macht, das ist doch dämlich. Da ist auch die geile Grafik nicht der Bringer. So, das ist jetzt der letzte Versuch. Aber wenn ich da jetzt wieder nicht durchkomme, dann werden wir das Let's Play beenden, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so ein scheiß schweres Spiel ist. Es sah echt extrem geil aus. Es sah aus, als wäre es ein Spiel, was zwar herausfordernd ist, aber was eben nicht ganz so schwer ist. Ach, verdammt. Ja, ist schon klar, Alter. Was zum... Was ist denn das, Alter? Ich will den anvisieren. Was war das denn, Alter? Ich wollte den anvisieren. Jetzt visiert der Wichser an, Alter. Was war das denn? Und wo ist mein zweites Leben? Ach, weißt du was? Fick dich, Spiel. Fick dich einfach nur.
Ich habe keinen Bock mehr. Wir werden das jetzt lassen. Ich werde jetzt noch mal kurz durchbrettern, dass wir noch ein paar Sekunden zusammenbringen. Halt die Fresse, du Huso! Mann, Alter, warum habe ich den nicht getroffen, Alter? So, ihr blöden Asozialen, ey. Ja, schieß auf mich. Hast schon recht, Mann. Was ist denn das, Alter? Warum treffe ich den denn nicht? Wo kommst denn du her, Alter? Hier, kriegst gerne mal eine fette Axt über den Schädel gezogen. Schon klar, Alter! Du blöder Pisser, Alter! Verrecke! Verrecke! Als ob du so viel Leben hast! Mein Gott, wie der sich da reinsteigert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, dass er wirklich die NPCs anschreit mit Verrecke. Ich bin immer wieder ein bisschen nicht beeindruckt, sondern überrascht, wie sehr er sich in manchen Spielen fühlt. Er geht ja auch ganz gern bei Borderlands, glaube ich, in die Low-Level-Bereiche und schlachtet dann irgendwelche NPCs ab und fühlt sich halt richtig, weil er total überlevelt ist und er die ganz gut platt machen kann und hier auch. Also er hat dann wirklich einen richtigen Hass gegen die Figuren im Spiel. Ich kenne wenige Leute, die tatsächlich so drauf sind. Was ist denn mit dir, Alter? Wo kommt denn das überdimensionierte Gegeler her? Gegeler? Alter, sowas kotzt mich an, ey. Ja, fick dich. Spiel vorbei, Leute. Das war's. Letzte Folge für das ganze Game. Kann mich echt am Arsch legen, Alter. 60€ sind voll für den Arsch. Man kommt in dem Spiel einfach nicht voran. Ich meine, ganz ehrlich. Habt ihr schon mal sowas Schönes gehört? Nochmal Props raus an den Typ. Falls es überhaupt jemand war, der ihn da drauf gequatscht hat, sich das zu kaufen, in dem Wissen wahrscheinlich, dass es von den Entwicklern von Dark Souls ist, wunderschön. Den Satz will ich bitte noch einmal hören. 60€ sind voll für den Arsch. Man kommt in dem Spiel einfach nicht voran. Ich meine, ganz ehrlich. Übrigens, ich glaube, bis zu der Stelle hier ist er auch nur gekommen, weil er mehr oder weniger durchgerannt ist. Ich glaube, an einem Boss, also an so einem ganz frühen, im Prinzip ein Tutorial-Boss, ist er auch vorbeigerannt, der so ein bisschen eigentlich gedacht war als eine Stelle, an der man das Spiel lernen soll. Also da, an dem kommt man vorbei, wenn man zumindest die Grundlagen so verstanden hat. An dem ist er vorbeigerannt. Also er hat wirklich nicht viel davon gehabt von den 60€. Was ist denn das, Alter? Ich spiele Spiele nicht, um mich mega aufzuregen, sondern ich spiele Spiele, um mal abzuschalten aus der Realität, aus dem realen Leben. Wenn da eine Herausforderung dabei ist, ist doch okay, aber ich spiele auf normal, nicht auf schwer, nicht auf krass, nicht auf irgendwelchen asozialen Mega-Fuck-Dingern, was nur irgendwelche Pro-Gamer hinkriegen. Sekiro hat, glaube ich, keine Schwierigkeitsgrade. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Es kann sein, dass vielleicht noch mit einem Update irgendwas nachgereicht wurde oder New Game Plus oder was auch immer. Aber grundsätzlich kann man sich nicht am Anfang aussuchen, leicht, mittel, schwer. Deswegen, es spielt einfach das Spiel, wie es ist und nicht auf normal. Ich habe auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Nein, hast du nicht. Und ich will dann auch entsprechend einen Schwierigkeitsgrad haben. Und nicht irgendwie einen mega schweren Schwierigkeitsgrad. Das geht mir auf die Nerven. Ja, leck mich. Daneben. So, das war's. Meine Fresse, ich verstehe das nicht. Warum das so sein muss? Wir spielen ja nicht auf schwer oder so. Wir spielen auf normal. Oder nicht? Steht auch überhaupt nicht dabei, was wir spielen. Mann, Mann, Mann. Ja, weil es keine Schwierigkeitsgrade gibt. Gut, Leute, danke dann fürs Zuschauen. Ist ein gutes Spiel, aber es ist mir einfach zu schwer. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Das ist genau der Grund, warum ich kein Dark Souls spiele. Ich will kein Spiel haben, bei dem ich mich dauernd aufrege, weil ich nicht vorankomme, weil ich 100 Mal beim gleichen Gegner verrecke, sondern ich will ein Spiel spielen, weil ich mal abschalten will aus der Realität. Deswegen sind mir Spiele wie Zelda, Yoshi's Woolly World, Crafted World oder generell Yoshi halt oder auch andere Spiele so zurecht eigentlich lieber. Selbst bei Mario. Bei Mario kann ich ja noch verstehen, wenn ich verrecke, weil ich dann irgendwo runtergefallen bin oder so, auch wenn mich das aufregt. Aber das Spiel ist einfach nur, das Kampfsystem ist so für den Arsch für mich. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe so viele Hack and Slays in meinem Leben schon gespielt, aber ich komme in dem Spiel echt nicht klar. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Was mich damals tierisch aufgeregt hat, war zum Beispiel Vikings Battles from Asgard. Das läuft aktuell auf dem Hauptkanal. Da habe ich mich auch tödlich drüber aufgeregt, aber da bin ich dann irgendwann so dahinter durchgestiegen, dass ich da auch was machen konnte. Da hat man wirklich gemerkt, wie der Schwierigkeitsgrad angestiegen ist. Man konnte aber auch die Lernkurve war dann relativ steil. Die hat man dann relativ schnell wenn man die dann mal erklommen hat, die Lernstufe, dann ist es gegangen. Aber genau, und das ist, warum es Spaß machen kann, wenn es herausfordernd ist. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst ein Rainer vielleicht irgendwann mal Spaß an diesem Spiel haben könnte, wenn er mal durchsteigen würde, wenn er sich vielleicht mal
die Texte in Ruhe durchlesen würde oder Tutorial angucken würde von irgendeinem YouTuber, gibt es bestimmt auch, dann muss er es nicht lesen, dann wird es ihm vorgelesen oder gesagt. Das macht halt Spaß, wenn man so ein bisschen, auch wenn es nur in einem spielerischen Kontext ist, über sich hinaus wächst. Aber das ist hier halt nicht passiert. Aber er kennt das auch in einem gewissen Maße, wie er jetzt selbst berichtet hat. Weil hier, man hat kein richtiges Tutorial, wie man jetzt wirklich verteidigt. Die hast du alle übersprungen. Verteidigt, wo man wirklich lernt, wie das Verteidigen hundertprozentig geht. Zumindest habe ich das jetzt nicht gefunden. Und viele andere Aktionen auch nicht. Es ist ein gutes Spiel. Es hat eine richtig geile Atmo. Es hat eine richtig schöne Story, soweit wir die jetzt gesehen haben. Aber ich habe absolut keinen Bock, tausend und aber tausende Mal beim gleichen Gegner zu verrecken. So wie bei der Schlange, im Livestream haben wir das gesehen, bei der Schlange in dem Canyon. Da bin ich auch hier und da mal verreckt. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja kein Problem. Man verreckt halt mal, vor allem wenn man das Spiel noch nicht kennt. Aber ich habe jetzt den Gegner hier 4-mal gemacht und den anderen Gegner habe ich 5-mal gemacht, den wir im Livestream gemacht haben, den auf seinem Pferd da, den Kasper. Den haben wir 5-mal oder 6-mal. Der Kasper auf dem Pferd. Sogar gemacht. Da komme ich einfach nicht dran vorbei an dem. Und auch der andere da. Also es gab da mehrere mittlerweile, immer wieder starke Krieger, die man einfach nicht besiegen konnte. Na gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, jetzt fast Geldverschwendung gewesen. Was ich sehr schade finde, weil ich hätte eigentlich gerne gewusst, wie die Story weitergeht, aber dann werde ich mich eben mit einem Let's Play von einer anderen Person genügen. Ja, von dem Geld hätte er mal sich noch mehr Amiibos kaufen können. Genügen. Was ist benügen? Hat er sich jetzt eigentlich noch mal ein Let's Play von irgendjemandem angeguckt? Das wäre auch mal interessant, weil da würde er ja sehen, wie es gedacht ist, wie es funktioniert. Vielleicht, wenn der Onkel Gronkh es ihm mal erklären würde, vielleicht würde er dann durchsteigen und mal und es nochmal versuchen. Genügen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich so investiert darin bin, dass ich jetzt will, dass Rainer das Spiel gut beherrscht. Will ich eigentlich gar nicht. Es ist nur. Es ist halt dumm. Ah, ja, und das war's schon. Wie gesagt, fand ich beide Zusammenschnitte fand ich schön. Hier sieht man noch mehr. Hier sieht man Assassin's Creed und noch. Hier diese geilen Rätsel bei Black Mirror. Da gab es auch, glaube ich, dieses Ding mit den Zahnrädern, an dem er ewig gehangen hat. Schöne Videos. Wie dem auch sei, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffentlich bis demnächst.